Zur Sicherheit an einem E-Bike gehört natürlich auch die Bremsanlage. Und so wie die meisten E-Bikes heute habe ich hier eine Scheibenbremse drin, vorne und hinten, aber von einer sehr hohen Qualität. Und zwar, Shimano Deore. Deore-Scheibenbremse kommen eigentlich aus dem Sportbereich, dort wo Bremsen besonders intensiv genutzt werden, bei langen Bergabfahrten zum Beispiel. Wir haben das aus dem Grund gemacht, es soll ja so weit möglich schwartungs- und verschleißfrei sein. Und die Bremsbeläge sind das Einzigste, was eigentlich noch an einem E-Bike innerhalb von 2.000-3.000 Kilometer verschleißt. Mehr gibt es nicht mehr. Das sind die Bremsbeläge, die lassen sich auch sehr leicht wechseln. Das zeigen wir Ihnen ja in unseren Tutorials im internen Kundenbereich. Ansonsten die Shimano Deore-Scheibenbremse hat sehr gut die Bremsverzögerung. Also ein kurzer Bremsweg und ist schön dosierbar. Sie können dort mit Anhänger fahren, auch Berge runter, mit hohem Gewicht, mit Packtasche, mit Zuladung und kommen immer sehr sicher und sehr präzise und schnell zum Anhalten. Ja, dann wie man bremst, erklären wir Ihnen auch noch geschwind. Genau, also das ist ganz wichtig, dass Sie Intervallbremsen. Was bedeutet Intervallbremsen? Bitte nicht den ganzen Berg runter zu die Bremse ziehen, sonst kommt dieses Fading, heißt Überhitzen der Bremse. Was ein ganz komisches Gefühl ist, wenn man einen Berg runter saust ohne Bremseinwirkung. Deshalb bitte Intervallbremsen, merken Sie sich irgendeine Melodie und bremsen Sie nach dem Takt. Wichtig ist nur, nicht die ganze Bergtalabfahrt die Bremse gezogen halten. Okay, es ist so, man wollte Ihnen jetzt keine Angst machen, Nein. weil man kommt ja nicht alle Tage in so eine Situation, dass es so steil runtergeht. Intervallbremsen, bitte immer mit beiden Bremsen. Genau. Manche meinen, sie müssten nur die hintere oder vordere bedienen, weiß ich nicht. Also immer beide Bremsen. Und wenn Sie mal auf die Bremsscheibe schauen bei sich dann und stellen fest, die wurde blau oder ist blau geworden, das ist so eine Anlauffarbe, dann bedeutet das ganz einfach, sie wurde mal zu heiß. Es war noch kein Fading, das ist also die Stufe vor Fading, aber sie habe einfach nicht richtig gebremst und habe zu wenig Intervall gemacht. So. Genau, und wichtig für die Motorradfahrer noch ganz kurz: links ist die Vorderradbremse und rechts ist die Hinterradbremse. Und ja. Und wer bisher mit Rücktritt gefahren ist, könnte ja auch sein. Also mit Rücktrittbremse können wir so ein hochwertiges E-Bike gar nicht ausstatten, weil der Motor viel zu stark ist. Also das tue ich in anderen Kapiteln erkläre. Aus dem Grund gehen Sie einfach her, wenn Sie Rücktrittbremse gewohnt sind und tun die ersten paar Kilometer immer wieder als mal das Rad leer laufen lassen und treten nach hinten. Dann merkt Ihr Gehirn da oben, die Zelle, dass das nicht mehr ist wie früher, sondern plötzlich nichts mehr kommt und tun dann auch immer wieder so testweise anbremsen. Und dann stellen Sie sich in kürzester Zeit um von Rücktritt auf Freilauf.